Habt ihr gerade ein Bläschen gehört, sag mal? Hast du gerade die Schüssel? Die Aufnahme können wir einfach komplett vergessen. Deswegen hast du nicht, ne? Hast du gerade? Warten. Nein. Hast du? Ich schwöre, ich habe nicht gefurzt. So, wollen wir? Willkommen bei unserem nächsten Video. Willkommen bei unserem nächsten Video. Schaut uns dabei zu. Wir waren nämlich bei das erste Mal, weißt du, verstehst du? Hey! Na? Na, ihr Lümmel! Okay, pass auf. Hallo, hübsche Söhne da draußen. Willkommen bei unserem nächsten Video. Ihr könnt uns dabei zusehen. Wir waren nämlich das erste Mal bei der Siegessäule. Peter hat seine Nick Carter-Frisur präsentiert. Wir haben ja auch ein bisschen Videodreh gemacht für die musikalische Seite von Norman. Und wir haben die wahren Hintergründe vom DHL-Streik aufgedeckt. Alter, alles. Komplette Paket. Also viel Spaß. Macht's gut, Kinder. Tschüss. Jedenfalls sind wir jetzt hier gerade unterwegs, an unserem Zielpunkt. Ich bin hier fresh mit meinem Rucksack, den ich schon in der Schule hatte. Echt jetzt? Ja, und jetzt, man, gewisse Sachen kaufst du dir einmal im Leben. Badehosen zum Beispiel. Badehosen, Badeschuhe, Badelatschen. Kauft sich einmal im Leben Badelatschen. Oder ein Porno. Hast du schon mal ein Porno gekauft? Nee. Nee. Zum Glück sind wir mit dem Internet groß geworden. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal rüber. Muss man sich mal überlegen, ja. Wir wohnen jetzt, ich wohne seit 88 in Berlin. Und ich weiß nicht, dass es einen Tunnel gibt zur Siegessäule. Das ist unfassbar. Das ist ja auch kein Tunnel. Alter, hier mal so schön um 23 Uhr neben so einer Fixerleiche vorbei. Das ist schon scheiße. Oh, pass auf, wir können Mädchen stimmen. Oh! Sehr abgefahren, wirklich. Was, wo ist hier ein Profi-Fotograf? Wie? Warten. Ich muss leider stoppen, weil noch ein Foto machen. Komm mal kurz hinter mir, Alter. Los, komm auf meine Schultern. Ach, fuck, jetzt ist er drauf. Ist halt so. Meine Freunde. Wisst ihr? Manche Menschen haben einen großen Löffel Glück mit Kacke unten dran. Ich hab einen Löffel Scheiße, wo unten ein bisschen Glück dran ist. Mein Auto wird abgeschleppt. Jetzt ernsthaft? Nein. Ein kleiner Schabernack treten. So. Ja, davon erzähl das. Mann, Erich, fahr weiter. Ich fahr. Komm, Eckart, und fahr. Die Zeit ist kurz. Alter, was ist das denn? Das ist 90er Jahre Backstreet Boys Frisur. Ja, pass auf. Sancho Bob, Alter. Ja, warte, hier. Warte, mach mir die Nick Carter, warte. Das sieht eher aus wie meine Oma nach dem Aufstehen, Alter. Untenrum. Spaß. I'll give you my heart. Nee, Mann, das ist auf jeden Fall nicht Backstreet Boys. Klar, nee, oder Hansons. Nee, was ist denn das? Das ist irgendwas Perverses, irgendwas, was auf Drogen ist. Ich sag, das Ding ist, ich hab mir nämlich jetzt. Ich laufe ja, lauf ja nicht immer mit Cap rum. Nicht? Nicht mehr, nee. Machst du jetzt einen Zopf? Nee, nur abends beim Schlafen. So ein Haarband. Und. Könnte sich auch mal die Haare ordentlich schneiden lassen, aber erzähl weiter. Die sind doch ordentlich geschnitten. Wenn du einen Cap auf hast. Das ist jetzt ein Scheiß, ey, wirklich. Halt doch mal bitte das Ding, guck, wenn du mal schon sauer bist. Ich gucke jetzt hier ja nicht. Fakt ist, dass ich mir Pomade gekauft habe. Pomade? Pomade fürs Haar. Alter, eine Viper. Ist das wirklich eine Viper? Ja. Nee, ist ein Mercedes. Das ist nicht Mercedes-Felgen aufgezogen. Ich find's generell krass. Ich find's generell absolut krass, was hier abgeht. Ja. Aber wir kommen ja vom Dorf. Also Norman Ecke, du nicht. Du bist ja mehr so der Großstädter. Prenzlauer Berg. Nee, das ist doch nicht. Nee, Weißensee, ne? Ja, das kommt. Ja, bist du da aufgewachsen in Weißensee? Nee, ich bin in Prenzlberg aufgewachsen. Ich bin auch in Berlin aufgewachsen, in Pankow. Ich bin Prenzlberger. Ey, so. Jetzt stopp mal. Bist du da, wo ich aufgewachsen bin? Okay, du kannst ja auch bald so eine Frisur machen. Hohenschönhausen. Ja, Nee, links. Ja. Ich glaube, du bist bestimmt durch Drogen andrehen. Jo, das ist auch wieder so eine Sache, die man dann im Video eher nicht reinschneidet. Ja, doch. Wieso? Das ist mir schleierhaft. Und vielleicht mit Drogen meine ich ja vielleicht nur ein Bier. Ich will uns einfach nur ein Bier verkaufen. Kann ja alles sein. Hab ich hier gerade ein Bläschen gehört, sag mal. Hast du gerade die Schüssel? Mann, die Aufnahme können wir einfach komplett vergessen. Deswegen halt sie mal kurz, bitte. Mann, man kann mit euch nichts aufnehmen, weil man einfach nicht hört, wenn du mal so flüsterst. Ja, deswegen, bist du denn für ein Weichkeks? Deswegen mach ich dass du mal so leise redest. Aber deswegen mache ich das. Ich mich darüber auf.
Phil, Alter. Phil, was soll denn? Phil, kannst du mal lauter reden, bitte? Was soll denn? Lauter. Du bist der Erste, der hier so ein Ansteckmikrofon kriegt. Mit Verstärker. Steck dir mal eine an. Guck mal, man kann es ja erkennen, Alter. Jetzt müssen wir über diese überkrasse Kreuzung rüberlaufen. So, ey, wollen wir jetzt mal. So. Oh. Ich weiß nicht, ob man jetzt nochmal die Siegessäule hinter uns erkennen kann. Hier war jetzt gerade der letzte, der vorletzte Dreh. Ich komme mir vor wie so ein Berlin-Tourist, ne? Aber wenn man überlegt, dass ich seit 88 hier am Start bin, und, aber irgendwie ist es voll interessant. Sommer ist halt der Hammer. Ja? Ich glaube auch, dieses Phänomen haut schon Achtung, hin, ist grün. Dass sich Touristen in Berlin besser auskennen als die Berliner selber. Ja, glaube ich auch. Muss ich tatsächlich gestehen. Geile Karre, ey. Entschuldigung, bin ja so ein Motorradmann. Geil. Ja, ja. Kann man schick machen. Schick. Wo geht's jetzt hin als nächstes? Wir fahren wieder ein bisschen Richtung Brandenburger Tor und nehmen dann nochmal die Mittelstreifen komplett mit. Das kommt auch nochmal geil. Gerade jetzt hier mit den Lampen und so, da haben wir überall so eine Sternchen und so. Das sieht schon geil aus. Hier ist ein Stück von der Berliner Mauer. Ja. Also ich bin jetzt hier im Westen. Und ich bin da, wo ich ihn hier höre. Achso, ist übrigens geil. Los, machen wir noch die Rolltreppe. Ja, schön hier so ein Denkmal entweiht. Dass du beim Schwenk dann die Ampel drauf hast. Und dass du dann bei den Autos endest. Könnten wir machen. Ja, dann gehen wir nach vorne. Ja. Das Leben als Fotograf ist hart. Ja, wir müssen nachts durch die Stadt laufen, um wunderschöne Bilder zu machen. Was ist dein Problem? So egal, ich guck mal in die Kamera, wie spät das ist. Ich mag keinen Lampen, Mann. Jetzt geht's erstmal darum, McDonald's. Essen, Hunger stillen. Ich werde mal schön nachher das Produkt von McDonald's in meinem Magen platzieren. Ich sagte das. Was? So, das ist jetzt ein Follow Me Around Video oder was? Oder wie nennen die YouTuber? So eine Room Tour ist das. So nennen doch diese ganzen Schminkmenschen da. Naja. Ja, Schminkmenschen und Let's Draw. Das sind eigentlich ein Let's Draw. Das weiß ich, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Das habe ich wirklich noch nicht verstanden, was das ist. Irgendwas mit Malen auf jeden Fall. Ich komme mir so richtig rentnermäßig vor, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Also es wäre total toll, wenn ihr uns mal schreibt, was ein Let's Draw ist. So, Zack, das will ich mitbestellen oder was? Ja, ja. Fünf Cheeseburger bitte. Ja, darf denn noch etwas sein? Das war's, dankeschön. Fahren Sie bitte vor zum zweiten Dreifenster, dankeschön. Jawohl. 6,45 Euro bitte. Jawohl. Bitte schön, schönen Abend. Ebenso, danke. Danke. Au! Warum, Alter? Auf den Boden. Hast du nicht, ne? Hast du gerade? Warten. Nein. Hast Alter. Du? Ich schwör. Es kann doch nicht sein, dass es aus der McDonald's-Tote nach. Alter, das stinkt so nach dir jetzt gerade. Ich schwöre, ich habe nicht gefurzt. Das kommt von draußen, Alter. Wie hier ist im Dorf. Unfassbar, ey. So, willst du während der Fahrt essen? Na ja, die Pappe. Mr. Knister, raschel, raschel. Mr. Knister, Alter. Hey, Alter, das ist unser, wenn wir nochmal 90er-Musik produzieren, auf ja? Auf jeden Fall. Dann machen wir Mr. Knister. Schmeckt da wie bei Mama. Köstlich, Alter. Köstlich? Ich finde, köstlich ist so eins der lustigen Wörter. Und sagt ja, hier stinkt es nach Kuhscheiße, weil die hier die Felder gedüngt haben. Genau. Dann putzen wir das Fenster auf. Hier eins der stillgelegten Postwerke von DHL. Ich hab mal gehört, die sollen ja noch bis Weihnachten brauchen, um das wieder aufzuholen. Ich kann mir gut vorstellen. Ich habe ja ein super Verhältnis mit meinem DHL-Mann Robert. Hier ist schöne Grüße an Robert. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle, Robert. Der ist zwar immer sehr in Eile, aber manchmal kann ich ihn so ein kleines Smalltalk-Gespräch herauslocken. So, und der kam gestern an und hat mir meine Kabelschellen, die ich mir bestellt habe, was geliefert. Brauchst du Kabelschellen? Erklärt dir im nächsten Video.
Und kam erst dann an und meinte ganz stolz, dass er wieder frei ist. Ich so, was soll das heißen? Warst du im Gefängnis? Also nee. Dann hab mir meinen ganzen Scheiß ausgeliefert, ich bin wieder auf Null. Ach so. Und ich hab zu ihm gesagt, wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich wieder bestellen? Und er so, ja, kannst du machen, ist alt wieder in Ordnung. Also die meisten haben schon dafür geholt. Also mussten die Fahrer selber machen. Ja, wer liefert denn bei euch die Post aus? Nee. Alter. Was soll denn das da? Warten, dass sie da ein kleines Kind reinstellen? Hier, Mercedes Autohaus. Da steht eine kleine Schaufensterpuppe. Eine Kinderschaufensterpuppe. Im Fenster, Alter. Sieht doch gruselig aus. The Ring. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, fällt dir noch ein abschließendes Thema ein? Nö. So viel dazu. Ich würde sagen, wir verabschieden uns damit. Freunde, na, hat euch das Video gefallen? Wenn dem so ist, dann lasst doch einen blauen Daumen da. Ja, den ganzen anderen Scheiß halt. Was? Den ganzen anderen Scheiß mit teilen und weitermachen. Genau, teilt, erzählt euren Freundinnen, Freunden, Müttern, Eltern, Kindern, genau. Wie auch immer. Wir schneiden in der nächsten Folge und wir freuen uns auf euch hübsche Söhne. Macht's gut. Tschüss.